willkommen im neuen Video. Es geht heute um Chinaschilf. Ich bin nämlich gerade aus dem Garten gekommen und habe mal meinen Chinaschilf geschnitten. Und da zeige ich euch heute einen richtig schönen Türkranz. So, hallo liebe YouTuber, wir gehen mal zusammen in den Hof und wie ihr seht, habe ich fleißig aufgeräumt. Ich bekomme heute Besuch aus Darmstadt und ich habe hier so wunderschöne Birke mit diesen ganz tollen kleinen Fruchtständen. Die sind jetzt hier in perfekter Form für Kränze und ich habe noch was Tolles ergattert, weil unser Pampasgras geht so langsam zur Neige und tada, ich habe Weide. Und was ich jetzt heute machen werde, ist, weil dieser hübsche Kamerad, der hat natürlich jetzt nicht mehr so schöne Pampasgrenze, aber der hätte gerne ein neues Zuhause. Und was jetzt natürlich noch wie so ein chaotischer Haufen aussieht, das werden wir in Kombination mit der Birke. Und mal gucken, vielleicht mache ich noch was Rötliches rein oder ein paar Magnolienknospen. Ich guck mal, was mir einfällt. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt zu schönen Kränzen für unseren tollen Maxi-Hasen gestalten. Und da zeige ich euch natürlich nachher nochmal das Ergebnis. Und ich muss euch auch sagen, es ist immer lustig. Gestern war ich wieder bei der Post und dann war hier der ganze, war alles voller Pakete. Und in der Post, dann sagen die mittlerweile immer schon zu mir, fahren Sie doch bitte hinten an die Schleuse, weil ich darf gar nicht vorne zum Schalter, weil ich habe nämlich zu viele Pakete für die. Sonst haben die Überfüllung. Ja, und jetzt bauen wir erstmal am neuen Zuhause für unseren Hasi und gehen mal rein zur Arbeit wieder. So, so schön ist es heute hier. Ich finde es ganz toll, obwohl es bewölkt ist. Ach, ich liebe diese schöne Umgebung und vor allem den schönen Ausblick, den wir haben, habe ich euch das eigentlich mal gezeigt, dass wir auf die Villa André gucken können. Oh, das muss ich euch noch mal zeigen. So, also hier ist jetzt in Königstein, hier ist mein Laden. Wer bei mir war, der kennt es ja schon. Wir sind hier mitten in der Altstadt. Wir haben hier das Amtsgericht ganz nah. Ja, das ist hier dieses schöne, altehrwürdige Gerichtsgebäude. Und ich drehe mich jetzt einfach mal weiter auf unserem Platz. Und hier haben wir auch sehr schöne Häuser, ja, die wunderschön renoviert sind. Hier, das ist auch ein altes Gehöft, bestehend aus 5 Häusern. Jetzt machen wir heute mal eine kleine Stadtführung. Und was hier ist, wenn man dann wirklich mal weit genug vom Laden wegsteht und guckt, das ist die Villa André. Die hat also historisch sehr viel Bewandtnis. Da schreibe ich euch nochmal einen Text auch rein. Und die hat sehr viel Historie und Geschichte, wurde im Krieg als Lazarett benutzt und so. Und die ist tatsächlich nur 1 Kilometer von mir entfernt, ist leider nicht öffentlich zugänglich. Es ist sehr schade, aber es ist ein wunderschönes historisches Gebäude. Und was wir hier, naja, etwa 50 Meter, nein, nur 30 Meter von meinem Ladeneingang, ist hier in Königstein das historische Judenbad. Das war tatsächlich ein rituelles Tauchbecken und da zeige ich euch mal diese alte Tafel. Da ist eine Mikwe im Keller. Und ich kann euch verraten, ich habe tatsächlich auch in diesem Häuschen mal 1,5 Jahre gewohnt. Und dann hatte ich meinen Arbeitsweg. Dann bin ich in nicht mal einer Minute zur Arbeit gelaufen. Und das war wirklich schön. Und es hat tatsächlich kein Kunde bei mir geklingelt. Und jetzt gehen wir hier mal um die Ecke. Dann zeige ich euch das mal. Weil das ist nämlich hier Haus Gerichtsstraße 15. Ja, da ist auch eine Tafel dran. Und hier ist wirklich, dass das früher ein Wachhäuschen war, das Untertor der Stadt Königstein. Und das war früher ein jüdisches Tauchbad. Ja, also Königstein hat sehr viel Historie und mittlerweile ist das Häuschen hier gewerblich vermietet. Und da ist eine Praxis drin.
Aber das war jetzt mal so eine kleine Führung. Was wir haben hier sind nicht nur Blumen, also es gibt hier wirklich, es gibt hier viel zu sehen. Und wenn ihr mal kommt, kann ich euch auch mal ein paar Tipps geben. Ich freue mich immer über Besucher. Und sag, Königstein ist eine kleine Reise wert, ihr Lieben. Ich muss euch ja mal was gestehen. Mir juckt es so in den Fingern, weil meine Hasen, also hier jetzt im Arbeitsbereich, die sitzen so ganz nackig auf ihrer Platte. Und ich, ja, eigentlich habe ich schon zu. Und ich bin jetzt doch nochmal zum Laden gefahren, weil ich habe so schöne Sachen reinbekommen. Und wir gehen jetzt mal kurz in den Hof und holen mal Materialien. Es gibt wieder Pampasgras. Und ich habe Pampasgras. Ich habe Weide, ich habe hier, oh, guck mal hier, so toll. Ich habe Weide und ich habe Birke und ich habe Heidelbeere. Und ich glaube, das alles spricht dafür, dass es jetzt einfach ein neues Zuhause für meine Hasen gibt. Und ich muss jetzt noch, bevor ich heimgehe, einfach noch mal kurz was machen. Die Fotos, die spiele ich euch mal ein. Es gibt von den Hasen noch ungefähr 10 Stück von den Maxi-Hasen. Und hier kann man zum Beispiel auch mit ein bisschen Kornus den Ring gestalten. Ach, ich guck mal, ich leg jetzt mal los und das Ergebnis kommt jetzt gleich in den Fotos. So, ich bin jetzt fertig. Das Chaos dazwischen, das wolltet ihr nicht sehen. So, wir bekommen morgen früh wieder Lieferung von Blumen. Und mein stolzes Ergebnis, ihr habt ja gerade die nackigen Hasenköpfe sitzen sehen. Mein stolzes Ergebnis sind hier diese 3 wunderschönen Kränze. Ich liebe sie und ich liebe es auch, wenn der Hase so schön mitten im Arbeitsbereich, ne? Aber ist egal, so ist es halt jetzt hier drin. Ja, wenn der Hase so schön in diesem puscheligen Kranz sitzt, also den habe ich jetzt gemacht mit Birke, Heidelbeere und Pampasgras. Ja, hier sieht man sehr schön das Pampasgras. Der nächste, der ist gemacht, da sitzt der Hase auf einer Birkenscheibe und der ist gemacht mit Hartriegel. Und mit Pampasgras und mit Weide. Ja, hier sieht man sehr schön diese Trauerweide. Und ich finde auch diesen Materialmix so toll. Und auch wenn das mal so in so dicken Strängen dann rüberläuft. Und damit es auch edel aussieht, habe ich das dann mit diesem hübschen goldenen Schmuckdraht gemacht. Gold, damit er auch zum goldenen Hasen passt. Ja, und dann der dritte. Da sitzt der Hase auf so einem hübschen Holzteller. Und es ist ja nichts Feuchtes dabei. Und da habe ich jetzt den Ring auch bewusst ein bisschen dezenter gehalten, weil sonst wird man gar nicht mehr den Teller sehen. So, ich mache mal im Hintergrund meinen Kran weg. Hier steht zu viel. Hier wird einfach gearbeitet so. Ja, und da habe ich es jetzt einfach dezent gemacht, weil ich wollte von diesem Teller einfach noch ein bisschen was sehen. Hier kann man ja auch die Birkenscheibe noch sehen, wenn man den Hasen so anguckt. Und ja, ich würde sagen, das ist jetzt wieder nochmal anders gearbeitet. Das ist jetzt mit Birke und Weide gearbeitet. Ja, nur 2 Materialien und auch bewusst nicht so buschig und so üppig. Und ja, ihr Lieben, also es gibt noch Hasen, es gibt noch diese schönen Maxi-Hasen. Ungefähr 10 Stück hätte ich noch verfügbar. Also sie werden noch bestellbar und ich schreibe es euch auch nochmal rein. Und vielleicht nochmal die Abmessung, weil eine YouTuberin hat gesagt, boah, ich habe mir den gar nicht so groß vorgestellt. Also der ist schon ganz schön groß. Und hier kann man auch sehen, der hat eine Höhe von 33 cm bis zu den Ohrspitzen. Also das ist schon ein richtig toller, großer Hase, den man auch jedes Jahr wieder so rausholen kann und sich daran erfreut. Ja, und ich hatte eine Dame hat heute, die Steffi, die hat heute ihre Wachteleier bekommen, ihre Nestchen und ihre Sendung. Und da hat sie gesagt, ach Margit, wenn du mal nicht mehr mit Blumen beschäftigt bist, dann kannst du doch einfach dich ans Verpacken machen, weil du bist irgendwie Verpackungskünstlerin. Und ich schaff's auch, dass alle Eier, hier haben wir jetzt auch Gänseeier, Hühnereier, ja, also Gans sind diese größeren und Huhn sind ein bisschen kleiner. Das ist Huhn. Und das ist Gans, ja. Und ich schaffe es also auch, dass auch selbst die Eier alle gut ankommen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und ich versende die auch. Also ich mache da immer Päckchen im Päckchen. Es gibt noch Straußeneier, haben wir auch noch auch im Nest. Dann haben wir natürlich noch diese süßen kleinen Nestchen mit Farbwunsch. Ich schreibe es euch einfach hier was drunter. Also ihr dürft noch bestellen. Ich bin immer Empfänger. Die kennen mich alle, dass ich Verpackungsmaterialien sammle. Und hier sind die Straußeneier noch in bunten Farben. Und hier ist nochmal ein Straußenei in grün im Nest mit Federn.
Ja, also es gibt alle Variationen. Wachteleier auch in Natur, in Grün, Pink, Rosa, Gelb haben wir die da. Und ich freue mich auf eure Bestellungen. Aber ich glaube, jetzt ist dann Zeit, dass wir mal zum Video gehen. Und da zeige ich euch heute die Arbeit des Tages. Ich war mal wieder im Großmarkt. Mein Auto ist voll. Ich habe ganz viele Kisten gebunkert neben den Blumen. Und ich habe hier auch noch mal die letzten 5 Körbe ergattert. Also es gibt noch jetzt ein paar, aber es geht leider zu Ende. Oh, sorry, so ein Krach von dem Auto. Und hier ist eine kleine Vorschau auf was ganz Tolles. Da muss ich sagen, da ist mein Herz dann gleich erweicht. Nachher meinem Laden. Bis gleich. Jetzt fahre ich erstmal los. Tschüssi. Ihr Lieben, ich habe heute Morgen was ganz Tolles erstanden und ich komme hier gleich mit Gießkännchen und mit so einer schönen Blüte, weil ich war ganz glücklich. Es gibt Einkäufe, die ich auch nicht plane und das gehört da dazu. Und da habe ich nämlich Tara. Ich habe wunderschöne, erstmal den Staub rausmachen, wunderschöne neue Vogeltränken ergattert. Und ich fand die so süß, dass ich gleich mal, ich habe alle gekauft, weil ich kenne euch ja. Ich weiß, dass ihr die sowas ganz gern nehmt und ich dachte, das ist eigentlich so schön, dass man einfach mit Wasser füllt und das andere für die Vögel so lässt. Und heute Morgen haben wir diese wunderschönen orangenen Stiefmütterchen, haben wir vor den Laden gestellt. Und dann dachte ich immer, eine Blüte in das eine Fach und das andere für die Vögel zum Baden. Das ist doch ein Idyll. Ja, und das würde ich euch auch verschicken, das schreibe ich nochmal rein. Ich habe eine limitierte Stückzahl. Ich habe 10 Stück von dieser wunderschönen Keramik, die auch so bräunlich hier an den Ecken durchschimmert. Und das würde ich euch für eure Vögelchen senden. Die freuen sich ganz bestimmt. So, also ich war gerade im Garten und Februar, man sollte ja im Februar spätestens im März den Chinaschilf schneiden und der hat ja auch so, naja, zum einen ist natürlich, dass es jetzt auch mal diese trockenen Sachen weg müssen und zum anderen, es wächst, es kommt ja auch, das frische Grün treibt ja auch unten an dem Chinaschilf. Und ich kann euch auch mal zeigen, ein Foto, wie schön der im Winter, wenn der so verschnürt ist, wie toll der aussieht und dekorativ. Also man sollte ihn nicht im Herbst schneiden. Ganz, ganz wichtig, erst im Winter. Und es ist wichtig, weil wenn der so verschnürt ist, dann kommt auch das Wasser und der Regen, das kommt nicht in die Halme und dann ist es auch ein Schutz vor Fäulnis für die Pflanze. Die Insekten können da drin überwintern und mit diesen schönen 3 Bündeln, mit dieser tollen Bündelung, es sieht auch noch so dekorativ aus. Und im Winter, wenn der Raureif dann drin ist, das ist malerisch, es ist einfach schön, ja. Und selbst wenn er trocken ist, er ist eine ganz tolle Dekoration für den Garten. Aber es ist jetzt Februar, ich habe die Handschuhe genommen, weil ich hatte keine Lust, mir die Finger zu schneiden. Und da haben ja auch gesagt, boah, Margit, zeig doch nochmal den Türkranz aus Chinaschilf. Heute gibt es ein bisschen Dreck hier, weil das macht Dreck, wenn ich den mache. Ich stelle jetzt den Beutel mal zur Seite und es gibt nicht nur Türkränze, sondern man kann auch so schöne Sachen draus machen. Das ist natürlich ein bisschen, das ist Handarbeit. Es kostet etwas Kraft. Ich würde auch immer Handschuhe nehmen. Ich habe hier zum Beispiel auch so schöne Nestchen gedreht aus diesem tollen Naturmaterial. Und man sieht also, man braucht schon einiges an Draht.
Und auch wirklich an Fingerfertigkeit. Ich habe, glaube ich, einige Abende verbracht und habe diese Nestchen alle gedreht. Aber ich bin total glücklich, dass ich jetzt für Ostern so schöne Nestchen in meinen Sträußen oder in meinen ganzen Arbeiten anbieten kann, weil ich liebe sie. Ja, und da einfach nur ein Federchen rein, ein Ei und schon ist das eine wunderschöne Deko für ganz viele Sachen. Ich kann auch einen Draht einfach durchmachen und kann den Draht miteinander verdrehen. Mach das in Strauß rein. Hab das ja auch hier schon gemacht. Ich habe das in einem der letzten Videos gezeigt. Da habe ich diesen Strauß. Moment. Da habe ich einfach dieses Nestchen angedrahtet und habe es in den Strauß rein gemacht. Das lässt sich natürlich immer wieder rausmachen, in jeden Strauß wieder reinmachen. Egal, ob es was Gepflanztes ist, egal, ob man Zweige. Das wäre auch eine schöne Videoidee nochmal für ein Video, wenn man Zweige nimmt und man macht das Nestchen oben in die Zweige rein. Ich habe es schon so im Kopf, aber ich zeige es euch auch gern im Video. Wollt ihr das sehen? Fragezeichen? Ja, also das wäre auch noch ein tolles Thema. Und jetzt geht es aber weiter mit einem China-Schilfkranz. Ich ziehe mal Handschuhe an, weil ich habe einfach ein bisschen mehr Power in den Händen, wenn ich dann so schöne dünne Handschuhe, das sind auch welche, die sind jetzt robust, aber ich habe trotzdem noch schön Gefühl damit. Und was ich immer brauche, sind Drähte. Ich habe jetzt mal diesen goldenen Wickeldraht hier bereitgelegt. Das ist ein richtig schöner, fester, stabiler Draht. Es gibt natürlich auch immer diesen Basteldraht auf der Spule. Der ist allerdings, ich sag mal, da kann ich nicht so fest wickeln wie mit dem Wickeldraht. Und deswegen ist mir jetzt für Arbeiten, wo ich mal ein bisschen anziehen muss oder wenn ich so einen Buchskranz wickle und ich muss dann mal, brauche dann mal was richtig Stabiles, da nehme ich immer auf dieser Holzspule diese Wickeldrähte. Ja, das ist ganz einfach, diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Und wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr ja auch, dass ich Drähte sehr oft benutze und dass ich das Drähte ja für so vieles die Basis sind. Und apropos meine Videos, ganz wichtig ist, dass ihr, um kein Video zu verpassen, auf Abonnieren geht und dass ihr dann auf diese Glocke klickt, dann werdet ihr immer an neue Videos erinnert. Ich werde jetzt an Kundschaft erinnert. Ich muss mal ganz kurz ans Telefon. Sorry. Guten Tag, hier ist Margit Strack. Okay, so. Also, Telefon ist erledigt. Wieder eine Bestellung entgegengenommen. Und jetzt haben wir hier, bevor ich mit dem China-Schilf arbeite, war meine Idee, ich nehme mal ein bisschen Weide dazu, weil die Weide ist natürlich sehr langfasrig. So, es ist alles langfasrig. Und verwickle. Genau, das ist jetzt. Ach, wisst ihr was? Ich mache es ganz einfach. Bevor ich da lange in den Sack rumgrabe, nehme ich einfach den Grundmüllbeutel, kippe ihn um. Und dann habe ich doch schon mein Kinderschild griffbereit. Das ist super. So. Und es sieht jetzt alles noch nicht nach einem Kranz aus, gell? Aber das ist normal. Das kennt ihr ja. Und ich nehme meine Weide und verwickle die mit dem Chinaschilf. Ich nehme mal ganz gern meine. Oh, zum einen muss ich das schön brechen und zum anderen nehme ich meine Knie ganz gern quasi als dritte Hand, weil sonst kann ich das Ganze nicht halten und wickeln. Und dann muss ich ja immer wieder dazu anlegen. Manche haben auch gesagt, so, die Hasen nehme ich auch gerade schon mit. Manche haben auch schon gesagt, das ist ihnen zu viel Schafferei. Aber ich finde das Ergebnis immer so bezaubernd. Ich liebe es, dass mir dieses Chaos beim Wickeln, Heidelbeere nehme ich auch ein bisschen was dazu, weil ich möchte ein paar frische Materialien auch drin haben, die knackig aussehen und nicht nur trockenes, aber die wickle ich nachher drauf. So. Und ja, ich liebe diese Grenze so sehr, dass ich das Chaos bei der Entstehung auch gerne in Kauf nehme. Das ist für mich kein Problem. Und es geht eigentlich auch relativ schnell, dass aus diesem vermeintlichen Chaos dann doch was Schönes entsteht. Ich finde eigentlich auch. So, sieht man schon, dass es ein Kranz wird? Ja, sieht man, gell? Aber ich muss noch mal ein bisschen weitermachen. Brauche erst noch mehr Länge und vor allem brauche ich mehr Weide. Diese schöne lange Weide.
Und schon ist der Tisch fast leer und ich habe gar nicht mehr viel Weide auf dem Tisch. Ja, ruckzuck. Also man braucht doch ein bisschen Material. Und das Faszinierende ist ja, früher habe ich das Ganze auch selber in den Biomüll geworfen. So, ich muss immer den Chinaschill brechen, ja, muss da immer was, um den wieder gefügig zu machen, dass der auch zu einem Kranz wird. Ansonsten hätte ich lauter, so Ecken in dem Kranz, dann wird er natürlich nicht rund. So, aber jetzt finde ich, das ist so langsam, genau, das ist doch so langsam nach was aussieht. Also ich sehe, dass es nach was aussieht. Vielleicht sieht man es noch nicht im Video, aber ich sehe es. Worauf ich jetzt achte ist, ich habe jetzt hier so ein Teil Chinaschilf, ich habe hier ein Teil Weide und ich versuche auch, dass ich das jetzt nicht nur so chaotisch mische, sondern ich möchte tatsächlich die Materialien auch wahrnehmen als diese. Und deswegen, deswegen versuche ich natürlich auch, dass die so gewickelt bleiben. Ich habe jetzt noch keinen Millimeter Draht hier drin. Aber es ist zumindest, auch wenn man zuerst gedacht hat, ich mache hier nur Chaos, es hat eine Kranzform bekommen. Und ich habe ja auch noch eine wunderschöne Weinranke. Die fand ich so hübsch, dass ich die eigentlich auch sehr gern noch mit in meinen Kranz integrieren wollte. Ich hätte jetzt natürlich schon mit Draht auch arbeiten können, aber je mehr Natur ich nehmen kann und je weniger Draht, desto besser. Deswegen fange ich eigentlich doch relativ spät an, erst mit Draht. Weil bis jetzt, man sieht, hält es eigentlich auch ganz gut. Wenn ich jetzt sowas sehe, hier zum Beispiel so ein Stück Weide, ja, das mache ich einfach raus, logisch. Aber also, je später ich eigentlich mit dem Draht arbeiten muss, desto besser ist es. Und desto weniger kostet es auch. Also es hat viele, viele Seiten und viele Vorteile. Je nachdem, wie ich das arbeite. So. Ja, also jetzt ist eigentlich schon so ein Punkt gekommen. Guck mal, das ist eigentlich auch schön, wie das hier so rausläuft. Jetzt ist so ein Punkt gekommen, wo ich tatsächlich mal mein Draht nehme. Ich werde auch Heidelbeere benutzen. So, ich lasse sie mal hier drüben liegen. Die Entscheidung ist nämlich, ich finde es eigentlich fast schöner, den hellen, weil ich möchte den Kranz mit mehr hellen Elementen machen. Ich finde ihn fast schöner als den goldenen, ehrlich gesagt. Und deswegen nehme ich jetzt auch den silbernen Wickeldraht. Und da fange ich jetzt mal an zu fixieren. Ich lege auch Heidelbeere an. Heidelbeere kann ich super gut brechen. Ja, Heidelbeere muss ich nicht immer schneiden. Kann man einfach nehmen. Und so. Lege einen Teil Heidelbeere hier an. Ich muss natürlich meinen Draht jetzt erstmal fixieren. Das heißt, ich gehe her, wickel den Draht, fixiere den einmal. So. Kann das Ende mal hängen lassen. Vielleicht brauche ich das ja wieder, wenn ich einmal rundum gearbeitet habe. Und es ist jetzt ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, dass ich mit dem Draht nicht zu fest, dann würde ich mir alles hier so zuwickeln, ja, dann würde ich hier diese ganze Lockerheit, aber auch nicht zu locker. Das ist jetzt so ein ganz entscheidender Punkt, wie fest ich mit diesem Draht arbeite. Und viele, also ich sage jetzt mal nicht alle, aber ja, oft ist es so ein Fehler, der gemacht wird, ist, dass der Draht zu fest ist und diese ganze Lockerheit von der Arbeit, die wird dann genommen und man kann immer fester wickeln, aber etwas danach wieder lockerer zu bekommen, das geht eigentlich nur sehr schwer und diese Lockerheit und Lässigkeit und das Volumen, das versuche ich mir dann zu bewahren. Ja, es ist also ganz gut, dass ich das, glaube ich, dass ich das mal gezeigt habe.
Hier habe ich jetzt ein relativ dünnes Stück. Ich nehme, also entweder ich kann auch mal mit ein bisschen Moos arbeiten. Und wie gesagt, ich nehme nochmal Heidelbeere, um Volumen zu bekommen. Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes habe. Nee, ich muss natürlich auch Materialien verwenden, die haltbar sind. Und jetzt, ich habe jetzt die Heidelbeere auch hier außen gehabt, mal hier. Jetzt lasse ich sie mal von innen mitlaufen. Muss aber schon gucken, dass die fest ist. Das heißt, ich nehme die Enden und stecke die in den Kranz rein. So, damit die auch einen Halt haben. Und hier würde ich eigentlich gern ein bisschen Chinaschilf. Ich baue mir nochmal, mache mir nochmal so einen kleinen Tuff, nehme so ein paar Blütenstände und ein paar Gräser. Also ich habe jetzt mal den Kranz fertig gemacht und habe euch mal den Schnelldurchlauf oder den, ich sage jetzt mal, den Zeitraffer eingespielt und habe einfach immer, wo ich gemeint habe, es müsste noch ein bisschen was dran, habe auch ein bisschen was dran gemacht, aber es ist auch ohne Hilfsmaterialien, also ohne Strohrömer drunter, es ist wirklich ein schöner, runder Kranz geworden, den man sich ganz toll aufhängen kann, der eigentlich wirklich schön von den Naturmaterialien her ist. Und ich habe ganz, ganz besonders darauf geachtet, dass wirklich mal so ein Teil Heidelbeere, ein Teil Chinaschilf, dass man die Materialien auch wirklich für sich wahrnehmen kann und dass die eben auch so getrennt sind. Und trotzdem eine gewisse Lockerheit. Und wem manches zu struppig ist, der könnte ja noch mal was wegschneiden. Ich überlege... Aber manchmal sind es ja auch Gedanken. Ich weiß, ihr seid alle so auf dem Naturtrip, dass ihr meistens sagt, Margit, lass doch die anderen Sachen weg. Ich überlege, ob ich ihn noch mit ein paar weißen Federchen, ich finde sie ja schon schön. Ich gucke mal meinen Kameramann an. Ja, ein bisschen unentschlossen sind wir noch, ob ich Federchen drauf mache oder ob ich ihn nicht tatsächlich... Ich lege die jetzt mal auf die eine Hälfte drauf, zeige euch das als Option und man könnte auch optional noch ein paar Eierschalen dran machen. Ich habe ja ganz besonders schöne, auch sogar vom Grünleger, der leider nicht mehr lebt. Das war ein ganz tolles Huhn meiner Mitarbeiterin. Der hat nämlich wirklich grüne Eier gelegt. Und man könnte also so ein paar Eierschalen, die ist zu groß, ein paar Eierschalen drauf machen. Ja, wirklich nur so Teile oder man lässt ihn wirklich in Natur. Naja, da jetzt Ostern naht und wollen ja meine Kunden ganz gern Ostern. Aber ich finde, wenn ich das jetzt so ausprobiere, ich finde die Naturmaterialien wirken so schöner. Ich glaube, wir machen den Chinaschilfkranz doch Natur. Ist wie so oft, ja, ich überlege ja oft in den Videos, ob ich Sachen drauf mache oder nicht. Und tatsächlich entscheide ich mich dann doch fast immer dagegen. Ich würde sagen, die Federn kommen weg, die Eierschalen kommen weg und wir können ihn auch nach Ostern hängen lassen und er ist einfach schön. Und ich würde ihn so lassen. Ja, also das war jetzt mein Naturkranz. Und dieses kleine Chaos, das ich nachher beseitigt, das hat sich irgendwie gelohnt. Es hat sich gelohnt, den Chinaschilf zu schneiden und alles aufzubewahren. Und hier jetzt noch ein schönes Band, so ein schönes Jute-Band. Und das ist dann wirklich eine Sache, an der man so richtig, richtig Genuss hat und die einfach Natur pur ist. Ja, was meint ihr? Seid ihr für Federn, seid ihr für Eierschalen oder seid ihr auch
seid ihr auch wie ich einfach nur für den natürlichen Kranz. Bin neugierig, bin wirklich gespannt. Das war jetzt der vielfach gewünschte China-Schilfkranz von meinem schönen China-Schilf. Das war mal ein Zebragras im Sommer. Und das ist wirklich toll, was man aus diesem ja, vermeintlichen Biomüll eigentlich Tolles machen kann. Vielen Dank, dass ihr das Video auch wieder bis zum Ende geguckt habt. Ich freue mich total. Macht total Spaß mit euch und schön, dass ihr da wart. Freue mich auf Kommentare. Sag einfach bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!